Hallo und herzlich willkommen zu Roomup TV. Mein Name ist Max und heute möchten wir euch den neuen Designboden von Haro, den Disano Live Aqua, vorstellen. Wir werden in dem Video auf folgende Themen eingehen. Zum ersten, was für Vorteile, was für Besonderheiten bringt der Boden mit sich. Danach werden wir ein bisschen den Aufbau und die technischen Daten besprechen. Dann, wo ihr den Boden überall verwenden könnt, also die Verwendungsorte. Danach gehen wir darauf ein, welches Zubehör ihr mitbestellen solltet oder benötigt bei dem Boden, wenn ihr den verlegt. Und zu guter Letzt zeigen wir euch noch die Verlegung. Gehen wir als erstes auf die Vorteile des Bodens ein. Wir haben hier einen sehr wohngesunden Boden, der komplett frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen ist. Deshalb ist dieser Boden auch mit dem blauen Engel ausgezeichnet. Es ist ein sehr weicher, leiser und fußwarmer Boden, der dennoch aber Feuchtraum geeignet ist, temperaturbeständig und formstabil. Das heißt, der dehnt sich auch kaum aus. Was auch noch ein sehr großer Vorteil ist, der ist UV-lichtbeständig. Das heißt, auch wenn der Boden direkt in Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, wird er nicht seine Farbe verändern im Laufe der Zeit. Im zweiten Punkt gehen wir ein bisschen auf den Aufbau drauf ein. Hier hat Haro bei dem Disano Live Aqua es so gemacht, wir haben die Oberfläche, die sogenannte Silent Sense Oberfläche. Das heißt, es ist eine sehr elastische, weiche und warme Oberfläche, die dennoch sehr strapazierfähig ist. Der Bodenbelag hat ebenso sehr schöne authentische Struktur, dass er wirklich einem Echtholzboden nichts nachsteht. Unter dieser Silent Sense Oberfläche haben wir die Aqua Reject Trägerplatte. Das ist ein Rigid Core Board, also ein hochverdichtetes Board aus mineralischen Stoffen. Also da ist kein Weichmacher oder kein Plastik drin. Dazwischen, zwischen der Unterlage, der Unterseite und dieser Trägerplatte haben wir eine Hydro Resist Barriere. Das heißt, diese schützt auch nochmal vor Feuchtigkeit, die aus dem Untergrund aufsteigen könnte. Und zu guter Letzt auf der Rückseite haben wir eine hochverdichtete Korkdämmunterlage, die auch nochmal als Trittschall fungiert. Kommen wir nun zu den technischen Daten. Hier ist es so, die Haro Disano Live Aqua gibt es nur im XL-Format, was einfach sehr trendig ist. Da haben wir aktuell hier bei den Böden eine Breite von 23,5 cm und eine Länge von 1,80 m. Eine Gesamtstärke von 8 mm, also noch ein renovierungsfreundlicher Boden, weil er nicht ganz so hoch ist. Nutzungsklasse im privaten Bereich von 23 und im gewerblichen Bereich von 32. Und ringsrum sind diese kompletten Dielen auch alle gefasst. Das heißt, ihr habt eine schöne Dielenoptik, wenn ihr den Boden vollflächig verlegt. Gehen wir im dritten Punkt nun darauf ein, wo ihr den Boden überall verwenden könnt. Im privaten Bereich sind euch eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt ihn überall in Wohnräumen, Schlafräumen, in den Fluren verlegen. Bei Feuchträumen gibt es eine Besonderheit. Der Boden ist geeignet für Feuchträume, jedoch müsst ihr ihn hier vollflächig verkleben, dass einfach keine Feuchtigkeit unter den Boden gelangen kann. Der Boden hält auch stehendem Wasser von 4 Stunden mindestens aus. Das heißt, wenn ihr mal Wasser drauf stehen lasst, 2-3 Stunden passiert da nichts. Einfach wieder wegwischen und es wird keine Veränderung geben. Garantie gibt Haro bei diesem Boden von 20 Jahren im privaten Bereich, natürlich auch nur bei fachgerechter Verlegung. Im gewerblichen Bereich ist es so, dass der Boden gedacht ist für mittlere Beanspruchungen, das heißt für Cafés, für kleinere Restaurants, Geschäfte oder Boutiquen mit mittelfrequentiertem, sage ich mal, Verkehr. Und Haro gibt hier die Garantie von 5 Jahren im gewerblichen Bereich. Im nächsten Punkt gehen wir darauf ein, welches Zubehör und Werkzeug wir empfehlen für die Verlegung von dem Boden. Als erstes natürlich, um einen schönen Wandabschluss zu haben, die passende Sockelleiste. Haro hat hier farblich passend zu den Böden immer die Sockelleisten, die auch Feuchtraum geeignet sind. Das heißt, die könnt ihr auch im Bad benutzen. Da solltet ihr euch überlegen, ob ihr die Sockelleisten lieber klipsen wollt an die Wand. Das heißt, da werden Klipse an die Wand gedübelt, die Sockelleiste wird oben drauf gesteckt. Oder Haro hat auch einen Montagekleber, dass die Sockelleisten direkt an die Wand geklebt werden können. Zu den Sockelleisten passend gibt es auch noch sogenannte Innenecken, Außenecken und Abschlusskappen, dass ihr einfach schöne Abschlüsse habt oder auch die Innenecken verkleiden könnt, dass ihr die Sockelleisten nicht mehr auf Gärung sägen müsst. Falls ihr den Boden mal in verschiedene Räume legen wollt, also zwischen Türen hindurch und da einfach einen Übergang setzen wollt, hat Haro natürlich auch noch die passenden Fußbodenprofile. Und zwar haben wir einmal den Übergang, wenn ihr gleichhöhige Böden habt zwischen zwei Räumen. Dann haben wir ein Anpassungsprofil noch, falls ihr einen Boden habt, sag ich mal in der Küche fließen und da legt ihr den Disano-Boden dran und der ist ein bisschen flacher, habt ihr die Möglichkeit, die Höhe anzupassen mit einem schönen Profil, dass ihr keine Stolperkante habt. Oder zum Beispiel für einen Terrassen- oder Treppenabschluss sogenannte Abschlussprofile. Dann kommen wir zum Werkzeug, was ihr noch benötigt. Auf jeden Fall empfehlen wir euch
einen Zollstock und einen Bleistift, um einfach Längen zu übertragen und anzuzeichnen. Da ist einmal recht hilfreich, noch einen Winkel zu haben, dass ihr wirklich eine gerade Schnittlinie euch zeichnen könnt. Ein Cuttermesser empfehlen wir auch immer. Das zeigen wir euch gleich, weil ihr auch noch eine Unterlage drunter verlegen müsst. Und Abstandskeile, dass ihr einfach ringsherum um den Boden die Dehnungsfuge ordentlich einhalten könnt, dass der Boden dann ein bisschen nach links und nach rechts arbeiten kann. Was auch immer noch hilfreich ist, ist von Haro der Schlagklotz und einfach den Boden nochmal, falls irgendwo die Klickverbindung nicht richtig einrastet, nochmal dran zu ziehen. Um die Planken zu kürzen, solltet ihr auf jeden Fall eine Stichsäge haben oder eine Tischkreissäge. Aber das zeigen wir euch auch noch gleich bei der Verlegung, wie man die Planken richtig kürzt. Zu guter Letzt kommen wir nun zur Verlegung. Wir haben euch auch noch ein Video gemacht, wo wir jetzt den Link in der Ecke oben einblenden, auf was ihr achten solltet, bevor ihr mit der Verlegung beginnt. Zwecks Klimatisieren und etliche Sachen, aber die könnt ihr euch gerne in dem Video anschauen. Bei dem Boden, beim Haro-Boden, ist es jetzt so, wenn der schwimmend verlegt wird, muss auf jeden Fall bei mineralischen Untergründen oder man sollte eigentlich praktisch eigentlich immer PE-Folie drunter legen. Das ist eine 0,2 mm starke Folie, die vollflächig ausgelegt wird. Das heißt, sie wird wirklich auch bis zu der Kante hochgelegt, so hoch wie die Sockelleisten sind und wird dann danach wieder abgeschnitten. Und die wird auch überlappend gelegt. Das heißt, wenn ihr mehrere Bahnen nebeneinander braucht, dass ihr die auf jeden Fall immer so mindestens 30 cm überlappt, dass einfach keine Feuchtigkeit von unten nach oben kommt und dass der Boden einfach ein bisschen arbeiten kann. Wir werden jetzt euch hier zu Showzwecken einfach ohne Unterlage den Boden verlegen. Aber mit der PE-Folie die auszulegen, ist auch keine große Sache und ist ratzfatz gemacht. Auch noch wichtig zu sagen bei dem Boden ist, dass ihr keine zusätzliche Drittschalldämmung verwendet, weil dann einfach die Unterlage, der Untergrund zu weich wird. Ihr habt hier bei dem Boden schon eine integrierte, die wirklich vollkommen ausreichend ist. Wenn ihr Übergänge habt zu anderen Räumen, wie gesagt, und Fußbodenprofile nutzen wollt, empfiehlt sich es auch, bevor ihr mit der Verlegung beginnt, diese Unterprofile, die sogenannten, schon mit dem Untergrund fest zu verdübeln oder zu verkleben mit Montageklebstoff. Das ist einfach so, damit ihr wisst, wie weit ihr den Boden dranlegen könnt und einfach die schöne Kante habt, wo dann zum Beispiel eine Tür schließt oder ein Abschluss ist. Also wichtig, Profile vorher setzen und dann erst mit der Verlegung beginnen. Bevor ihr jetzt startet mit der Verlegung, wie gesagt, Unterlage ausbreiten vollflächig, legt euch euer Werkzeug parat, prüft, ob alles auch funktioniert, weil es gibt nichts Schlimmeres, als während der Verlegung zu merken, dass euch was fehlt oder was nicht funktioniert. Bei Haro, bei dem Disano Life Aqua, ist es so, dass wir in der hinteren rechten Ecke beginnen. Das ist unterschiedlich zu anderen Bodenbelägen, da fängt man meistens links an. Haro ist es so, rechts hinten anfangen, die Federseite, also nicht die Nutseite, sondern die Federseite zur Wand. Und bei dem Boden ist es wirklich wichtig, dadurch, dass er ja einen Holzträger hat, dass ihr darauf achtet, dass er genug Abstand zur Wand hat und ein bisschen arbeiten kann, der Boden, auch durch die großen Planken, damit er einfach nicht an die Klickverbindung irgendwann mal hochgeht. Das heißt, nutzt ihr hier von Haro die Abstandskeile. Haro empfiehlt, einen Wandabstand, also ringsherum eine Dehnungsfuge zu lassen von ca. 10 bis 15 mm. Wir sagen immer, Materialstärke langt, aber diese Keile, die sind eigentlich relativ gut. Die könnt ihr einfach setzen und den Boden dann wirklich perfekt ausrichten. Wir haben hier ein 5G-Verriegelungssystem. Das ist relativ einfach zu verlegen, deswegen brauchen wir auch kein großes Werkzeug. Eigentlich bräuchte man den Schlagklotz wahrscheinlich sogar nicht mehr. Nehmen wir uns jetzt die zweite Planke. Wir müssen diese schon kürzen, das heißt, wir drehen die um 180 Grad. Achten hier hinten auch wieder auf den Wandabstand. Und markieren uns jetzt mit einem Bleistift einfach die Schnittkante. Und können dann mit einem Winkel uns eine schöne Linie, wo wir sägen müssen, anzeichnen. Und dann wird die Planke ganz einfach mit Hilfe von der Stichsäge oder Tischkreissäge gekürzt. Wir haben die Planke jetzt gekürzt. Reststück können wir gleich wieder weiterverwenden. Und jetzt wird es einfach nur hier bündig angelegt. Wirklich darauf achten, dass ihr hier vorne komplett bündig seid, dass ihr hier keinen anderen Abstand habt, sage ich mal. Und dann wird der Boden ganz einfach nur runtergedrückt und schon ist er verriegelt. So, die zweite Reihe beginnen wir dann mit dem Reststück. Da sagen wir immer, sofern es größer ist als 30 cm, könnt ihr das ohne Probleme nutzen. Hier auch wieder ein Abstandskeil hinten an die Wand. Den Boden einwinkeln, einen ca. 30 Grad Winkel.
Dann wird er bis an die Wand geschoben. Und dann ganz einfach fallen gelassen. Falls ihr mal hier irgendwo einen kleinen Schlitz habt, der offen ist, könnt ihr ganz einfach mit dem Schlagklotz ein bisschen dagegen arbeiten. Aber das ist eigentlich so gut wie nicht nötig. Um einfach ein schönes Verlegebild zu nehmen, empfehlen wir euch immer bei großen Räumen, die Pakete zu mischen. Das heißt, macht euch 3 Pakete auf und mischt die Planken einfach, dass ihr immer abwechselnd aus jedem Paket eine Planke nehmt. Hier müssen wir jetzt wieder kürzen. Das heißt, wir drehen die Planke wieder um 180 Grad. Denken wieder an den Wandabstand hinten. So, und markieren uns wieder hier die Schnittkante. Und kürzen diese wieder. Jetzt wieder hier zuerst längsseitig einwinkeln und dann einfach fallen lassen. Der hört ja auch so ein leichtes Klicken, weil da klickt diese 5G-Verriegelung ein und verriegelt sozusagen. Und da seht ihr, wie einfach der Boden zu verlegen ist, ganz ohne Werkzeug. Reststück können wir wieder benutzen, da es wieder länger ist als 30 cm. Ganz einfach einwinkeln bis zur Wand, Wandabstand wieder einhalten. An sich ranziehen und einfach fallen lassen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Planke jetzt in unserem Raum. Die drehen wir wieder um 180 Grad. Achten hier auch wieder auf unseren Wandabstand. Markieren uns hier wieder die Stelle. Schnittmarke setzen und wieder die Planke kürzen. Hier jetzt auch wieder ganz einfach einwinkeln und runterdrücken. Und da hört ihr immer, wie gesagt, wie das leichte Klicken. Und schon haben wir unsere Musterfläche fertig verlegt. Wenn ihr nun eure komplette Fläche verlegt habt, auch die anderen Räume verlegt habt, könnt ihr dann zu guter Letzt natürlich die Abschlusskeile natürlich wieder entfernen, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr, damit der Boden einfach arbeiten kann. Und könnt nun mit der Montage der Sockelleisten beginnen. Wie gesagt, wenn ihr die klipsen wollt, hat Haru ja hier diese passenden Klipse. Da habt ihr auch eine Bohrschablone dabei, die ihr einfach hier dran führt, um euch die Bohrlöcher zu setzen. Dann werden die Klipse an die Wand gedübelt. Und dann wird die Sockelleiste ganz einfach oben drauf gesteckt. Dann habt ihr einen schönen Abschluss zur Wand hin. Und es sieht wirklich gut aus. Die Profile könnt ihr genauso dann setzen, wenn ihr zwischen zwei Räumen habt. Wird einfach das Unterprofil, habt ihr schon vorher montiert. Dann kommt das Oberprofil einfach drauf, wird verschraubt und dann habt ihr einen schönen Übergang, der wirklich klasse aussieht. Wir empfehlen euch auf jeden Fall nach der kompletten Verlegung und der Montage der Sockelleisten, wenn ihr eigentlich so komplett fertig seid, auf jeden Fall eine Grundreinigung. Haru hat hier auch einen Intensivreiniger für viele Bodenbelege. Also ihr könnt ihr für Laminat, für Designboden, für alle Kunststoffböden könnt ihr die nutzen und könnt den Boden mal richtig grundreinigen, dass dieser ganze Baudreck weggeht. Eine wichtige Sache ist auch noch, bei diesem schwimmend verlegten Boden könnt ihr den Boden nach der Verlegung sofort begehen und möblieren. Da müsst ihr nicht warten, bis irgendwas angezogen ist, könnt ihn sofort nutzen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen von euch klären. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal, um einfach keine neuen Trends und neue Bodenbelege zu verpassen. Falls ihr trotzdem noch weitere Fragen habt oder auch ein Angebot möchtet, könnt ihr uns gerne per E-Mail oder Telefon erreichen. Ebenso könnt ihr hier in die Kommentare schreiben. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.